Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Loot-Chest Unboxing jetzt im März. Ich bin sehr froh, dass die Box doch noch gekommen ist. Es ist jetzt schon eigentlich fast über eine Woche verspätet, was natürlich sehr, sehr unpraktisch ist, wenn man für den Monat eine Folge aufnehmen möchte. Aber ihr kennt meine Meinung inzwischen. Ich werde, glaube ich, die Loot-Chest dann doch irgendwann demnächst abbestellen. Mal gucken, wenn die Möglichkeit sich ergibt. Werde ich, glaube ich, das tun. Nicht nur wegen dem jetzt, sondern einfach generell. Außer diese Box überzeugt mich jetzt tatsächlich, dass ich jeden Monat 25 Euro bezahle. Da schaue ich mal. Schauen wir doch mal rein. Ich habe mein schlaues Messerchen. Ich habe es noch nicht geöffnet, wie immer. So und so. In der magischen Moment. Das Öffnen. Immer magisch. Ist überhaupt meine? Ja, es ist meine. Loot Chest March. Let's loot. Ja, dann lass uns doch mal looten. Es ist wieder einmal ein Monat im neuen Jahr vergangen. Und wir haben erneut einen Loot Chest, eine Loot Chest für euch zusammengestellt. Wie immer wird euch das Loot Chest Lootbook zumindest durch den Inhalt unserer neuesten Box führen. In der aktuellen Loot Chest findest du einen Autosticker, mit dem du deine unsterbliche Liebe zu Loot Chest unter Beweis stellen kannst. Unsterblich? Sehr sterblich. Aber ich glaube, wir überlegen uns das nochmal mit Loot Chest. Ich glaube, das ist dieser Autoaufkleber. Nein, das ist ein Ghostbuster Vinylsticker. I'm afraid of no ghosts? Nee, ich habe keine Ahnung. Ghostbuster. Kennt man doch, ne? Also Ghostbuster ist cool. Das ist schon mal wieder was Gutes. Das ist nicht Star Wars. Das feiere ich. Ich hoffe, dass da nichts von Star Wars drin ist. Da haben sie so übertrieben in der letzten Zeit. Mal schauen. Wir nehmen als nächstes das hier. Airheads Scrape. Können wir das überhaupt lesen? Jetzt. Das ist übrigens mein kaputter Finger. Falls ihr den noch nicht gesehen habt im Infoblog. Ja, er ist ziemlich kaputt. Airheads, das ist so Frit-mäßig. Und das ist Grape-Geschmack. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Fühlt sich wieder an, wie was zu essen. Sonic Six to Collect. Sind das so Schlüsselanhänger oder wie? Da sind so Schlüsselanhänger drin oder ich mach mal auf einfach, mal gucken, was da drin ist. Ah ne, wir machen es so am Ende, da bleibt die Spannung am größten. Ne? Da bleibt die Spannung am größten. Gut. Was ist das? Das ist der Loot Chest Autoaufkleber, nehme ich mal an. Der garantiert nicht an mein Auto kommt. Ganz ehrlich, nicht. Ich mach doch keine Werbung. Außer auf YouTube natürlich mit diesem Video, aber ansonsten. Oh, eine 3 Euro Geschenkekarte bei g2a.com. 1000 von digitalen Produkten zur Auswahl. Ich bin da noch nicht angemeldet, aber ich hoffe, dass es da Spiele für 3 Euro gibt, weil dann hole ich mir mal eins. Da kann ich ja das Let's Playen. Da werde ich auch extra erwähnen, dass ich es dort geholt habe. Batman Superman Spielkarten. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Da ist ja gerade momentan dieser Film. Was? Batman vs. Superman, glaube ich, oder Superman vs. Batman oder sowas. Boah, ihr kennt ja meine Meinung zu Superhelden. Ist nicht so prickelnd. Wie sehen die Karten denn aus? Das mache ich jetzt mal auf, um euch zu demonstrieren, wie das ausschaut. Ich weiß nicht, dieses Superhelden-Gedönse wird in letzter Zeit zu sehr aufgebläht, habe ich das Gefühl. Ah, das ist so, wie ich gedacht habe. Hier, da haben wir ein Ass. Direkt ein Ass, habe ich schon gewonnen. Da sind 4. Ach cool, das ist mit so Filmszenen. Das ist ja richtig cool. Das ist dann doch cooler als man dachte. Ich dachte, das sind jetzt wieder nur die Superhelden drauf und das ist ja dann nicht so prickelnd. Ich sag jedes Mal, das ist persönliche Meinung. Und Loot Chest an sich, tolle Sache. Aber in letzter Zeit zu viel Star Wars lastig, weshalb ich eben überlege, dass ich dieses Abo beende, aber ich. Lass mich jetzt doch nochmal überzeugen. Wie gesagt, wenn hier kein Star Wars Ding drin ist, überlege ich mir das gerne. Was ist das? Nehmen wir die große Rolle oder die kleine? Das ist wieder das T-Shirt, glaube ich, ne? Was ist das denn? Songbird. Bin ich ein Singvogel? Songbird. Wo kommt Songbird vor? Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich doch irgendwo. Irgendwo habe ich das doch schon mal gehört. Songbird, ey, das kann doch nicht sein. Ich kenne doch Songbird, das sagt mir doch die ganze Zeit schon was. Songbird. Ist ja nicht Dings hier. Natürlich. Bioshock. Wieso komme ich da nicht drauf? Natürlich, ja klar.
Bioshock Infinite. 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 So. Nehmen wir das da? Nehmen wir diese Rolle hier. Ich glaube, das ist ein Dortmund-Schal, schwarz-gelb. Nein, es ist eine Super Mario Fleece-Decke. Sehr cool. Mir ist eh ein bisschen kalt. Quatsch. Oh, ich sehe Mario. Ich sehe Mario. Oh, geil. Hier ist ein Mario. It's me, Mario. Dann decke ich mich jetzt zu. Und so mache ich jetzt ab sofort weiter. Das ist der Verhüllungskanal ab sofort. Also nicht religiös gemeint übrigens. Nicht, dass ihr gleich wieder einer so, bist ja voll feindlich. Wo habe ich jetzt irgendwas gesagt? So irgendeine Religion, ja? Ganz ruhig. So, wir sind schon beim letzten Ding. Es war noch nicht Star Wars dabei. Und hier haben wir... Ich sehe Star Wars. Ja, es ist nichts drin. Cool, kein Star Wars. Ich lasse das Abo stehen. Cool. Und hier haben wir einen Batman-Schlüsselanhänger und Flaschenöffner gleichzeitig. Kann man machen. Kann man machen. Das ist cool. Batman finde ich okay. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Der ist mir nicht zu superheldenhaft. Der ist ja nur so in seinem Anzug. Und das stört da keinen. Rennen ja genug Leute rum. Mit Superman und so. Aber Batman sieht man selten. Deswegen, ich bin eher der auf Seiten von Team Batman hier. Und ich bin eh der Batman. Also ich gehe gern schlafen. Das da muss ich essen noch für euch. Und das da muss ich öffnen für euch. So. Also Luches, ihr habt euch heute eure Existenz bei mir sehr gut überlebt. Und hier gucken wir jetzt mal rein. Die Spannung steigt. Alter, was ist das denn für ein Mordsschlüsselanhänger? Tada! Tails ist das, oder? Gibt's da Tails? Ich glaube, da heißt Tails. Wenn ich eh schon im Internet bin, kann ich auch nachgucken. Ja, das ist Tails. Und hinten drauf kannst du deine Kontaktdaten draufschreiben. Ganz lässig so. Das ist cool. Das kann man machen. Und jetzt zähle ich wieder zusammen. Aua. Oh, das war der Finger. Zähle ich wieder zusammen, was die ganze Spielerei hier wert ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es viel wert ist. Aus einfachem Grunde einfach. Sonic Backtext. Diese Sonic-Sache mit Tails ist 3 Euro wert. Songbird Batman. Also doch nicht der aus... Der ist doch aus Bioshock, oder? Songbird? Das ist doch der, oder? Nach seinem Kampf gegen Superman macht sich Batman auf, den allseits gefürchteten Songbird Bioshock herauszufordern. Der Fledermaus gegen den Stahlvogel. Wahrscheinlich nie im Kino. Also, doch nur Fake. 14,95. Alter, das ist, ja, das ist ja immer so bei den Shirts. Was reg ich mich da auf? Aber die Fließdecke von Mario. 13 Euro. Allein jetzt schon sind wir wieder bei knapp 30 Euro. Das Kartenspiel 7 Euro. Das Batman Multitool, also dieser Flaschenöffner, der kostet 11 Euro. 11 Euro. Ghostbusters 4 Euro und Batman Multitool 11 Euro. Sehr schön. Sonst ist hier nichts. Mein gratis ARC-Server, wie cool. Ich habe meinen gratis ARC-Server. Vielleicht nutze ich den heute Abend mit Erd. Von Erd und Bär TV. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber jetzt wird noch genascht und dann ist Feierabend. Und Luches hat Glück gehabt. Ich hatte eigentlich auch ehrlich gesagt nicht großartig vor, es zu beenden, aber der Monat hat mich geärgert und die Star Wars Sachen halt auch. Deswegen bin ich froh, dass heute viel Batman nur war, weil Batman kann ich noch halbwegs ertragen. Aber ich muss jetzt hier mal diese lilane. Ui, ui, die Chemie. Also, wenn ich jetzt gleich total. Wenn sich gleich total mein Gesicht auflöst, dann wisst ihr Bescheid. Alter, das ist eine Chemiekeule. Das ist eine richtige Chemiekeule. Ich kann gerade mal reden. Also, das war Luches Unboxing im März und es geht weiter. Versprochen, es geht weiter. Das war Luches Unboxing im März. Wie gesagt, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da. Ein Like oder ein Abo, darüber würde ich mich auch freuen. Aber es ist am Ende natürlich eure Entscheidung, was ihr am liebsten machen wollt.
Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, falls ihr noch mehr von diesen Videos sehen wollt, guckt in die Beschreibung, da ist die Playlist verlinkt. Und außerdem, sehen wir uns nächstes Video wieder. Bis dann, euer Milchfurcht. Ciao.